Fashion, Fashion, Fashion. Wir sind's, eure Modezare von GCN auf Deutsch. Wir sprechen heute über Fashion-Trends, die zu Recht oder traurigerweise aus dem Peloton verschwunden sind. Ja, außerdem, Tobi, wird heute richtig einer weggerechnet. Wie viele ICEs braucht es, um einen Transfer bei der Deutschlandtour zu gewährleisten? Und wie geil wären eigentlich die Tage beim Global Bike Festival mit uns an der Bar und auf dem Fahrrad? Tobi, erstmal vielen, vielen Dank für die kleine Wochenendabendempfehlung, die ich mir reingezogen habe. Und zwar eine Dokumentation, ich glaube vom MDR. Genau. Vom MDR. Mit dem Namen Jason. Gegen den Wind und gegen die Sorgen. Die Geschichte vom kleinen Jason, der das Fahrradfahren liebt. Eine kleine Guck-Empfehlung von uns. Ja, ich bin auch drauf gestoßen, als ich durch meine Twitter-Timeline gescrollt bin. Und die Twitter-Bubble, die Radsport-Bubble, die ja auch hier einschaltet, hat mich darauf hingewiesen. Ich habe mir das angeschaut, hat mir richtig gut gefallen. Du hast schon gesagt, er wäre ein potenzieller Gast für eine Runde mit, oder? Auf jeden Fall. Super sympathischer kleiner Kerl. Mir ist besonders ein Satz in Erinnerung geblieben. Und zwar, ja, wenn wir Rad fahren, dann reden wir meistens. Und da muss ich sagen, da kann ich mich zu 100% mit identifizieren. Ja, vielleicht kommt er aber auch woanders vielleicht noch hin, wenn er Bock hat. Und zwar das Global Bike Festival findet wieder statt. Und zwar 4 Tage lang vom 16. bis zum 19. Juni in Österreich in Saalbach. Und was wird geboten, Richard? Ja, wir beide werden geboten als Stargäste. Nein, Spaß beiseite. Ja, ganz GCN ist eigentlich mit dabei. Also die Jungs aus Großbritannien, aus Italien, aus Spanien und Frankreich. Die Jungs vom Global Mountainbike Channel sind dabei. E-Biker sind natürlich auch mit am Start. Und deswegen sind auch alle Gäste aus den verschiedenen Radsportdisziplinen willkommen, um mit uns da eben zusammen 4 richtig nice Tage zu verbringen. Es gibt Workshops, Mechanikerklassen mit mir. Ich bringe Leute dabei, wie sie richtig ihre Räder kaputt machen können. Es gibt ein Rennen, es gibt eine KOM-Challenge. Alles mit dabei, Tobi, oder? Ja, es wird wirklich alles geboten. Und warum erzählen wir das? Denn die Tickets sind ab heute verfügbar, also schon im Vorverkauf. Da könnt ihr auch vielleicht ein bisschen Geld sparen. Es gibt unterschiedliche Pakete, also einmal das Komplettpaket über 4 Tage oder nur einen einzelnen Tag. Und ja, dann gibt es an den unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Ausfahrten, auch wirklich jede Leistungsklasse dabei. Vor allem für Anfänger sind da Sachen dabei. Und präsentiert wird das Ganze von Zwift. Also da gibt es dann auch eine Zwift-Challenge am Abend. Wir werden eine GCN auf Deutsch-Show dort live aufnehmen. Da könnt ihr mal live dabei sein, wenn wir hier 20 Takes brauchen. Wollen die nicht. Wollen die es nicht. Und ich würde sagen, auf jeden Fall anmelden, oder? Auf jeden Fall. Bucht euch eure Tickets. Dann sehen wir uns im Sommer in Österreich. Beim Global Bike Festival wird ja ein bunter Haufen hoffentlich am Start sein. Und da wird man unterschiedlichste Radfahrer groß, klein, dünn, dick vielleicht finden. Und die werden unterschiedliche Klamotten tragen. Und deswegen haben wir das heute zum Anlass genommen, mal über Fashion-Trends im Radsport zu sprechen, die einfach verschwunden sind oder leider verschwunden sind oder zu Recht verschwunden sind. Und ich fange mit einem richtig alten Sachen an. Und zwar, damals ist man noch keine Helme gefahren. Ist ein Fashion-Trend, dem man zum Glück heute nicht mehr nachgeht. Aber anstatt des Helmes sind dann einige so ein Stirnband gefahren, damit der Schweiß nicht in die Augen läuft. Der Mann mit dem Pferdeschwanz, Laurent Fignon, war da ein Vorreiter. Aber auch Vorreiter und Pferdeschwanz, ja. Du weißt der Wortwitz. Entschuldigung. Jetzt bringst du mich aus dem Konzept. Aber ich habe auch noch einige Profis gesehen, zum Beispiel Ilno Zakarin. Der hat dann Schweißbänder an den Armen getragen. Sah immer besonders lustig aus wegen seiner spindeldürren, gefühlt 3 Meter langen Arm und dann hier links und rechts hatte der, glaube ich, sogar immer ein paar an. Also das ist wirklich ein Fashion-Trend, der da aus der World Tour zumindest verschwunden ist. Ich glaube, er fährt noch bei Gazprom, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber hat, glaube ich, auch keine Schweißbänder mehr an. Vielleicht und zu viel Gewicht. Zu viel Gewicht, ja, das ist einfach zu viel. Nächster Fashion-Trend, den man nicht mehr so häufig sieht, aber seit dieser Saison vielleicht dann noch wieder, sind Nasenpflaster. Hat man ja früher bei Fahrern wie Jan Ullrich oder auch Andreas Klöden, genau. Der hatte die eigentlich immer um die Nase gesehen. Kim Heiduk, mit dem beiden sind wir ja auch noch beide zusammen bei Lotto Kernhaus gefahren, der ist jetzt Profi bei Ineos Grenadier und der trägt auch mal Nasenpflaster. Also vielleicht belebt der den Trend in der World Tour jetzt wieder. Ja, der gute Kim sieht auch richtig aus wie jetzt ein Profi, ne? Stimmt. Also der sieht gut in Form aus. Der sieht echt gut in Form aus. Was der Kim, glaube ich, nicht trägt, sind Ohrringe. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Und auch da waren Jan Ullrich und unser Klödi Vorreiter. Da gibt es ein schönes Foto von Olympia, wo sie auf dem Podium stehen. Beide ein Ohrring auf der
Ja, und auf der linken Seite vom Ohr. Astreiner Marco Pantani-Look, kann ich da nur sagen. Ja, Ohrringe, auch eigentlich aus dem Radsport verschwunden. Ich weiß nicht, vielleicht trägt man jetzt Tunnel. Keine Ahnung. Wir bleiben weiter in der absoluten Retro-Perspektive. Und wir bleiben auch weiterhin bei Fahrern wie zum Beispiel Jan Ullrich, der ja immer mit kurzen weißen Socken unterwegs gewesen ist. Da muss man sagen, sind wahrscheinlich die Beine der Profis heute einfach nicht mehr definiert genug für, weil Ulle konnte die auf jeden Fall tragen und sah trotzdem geil aus. Aber kurze weiße Socken sieht man eigentlich gar nicht mehr. Dafür wird es immer bunter und immer länger. Ja, Bahrain Merida fährt blaue Socken. Mhm. Das finde ich nicht so schön. Also es muss schon klassisch weiß bleiben. Was ich jetzt optisch auch nicht so schön finde, aber was wahrscheinlich schneller ist, sind die hohen Aero-Socken, die jetzt vor allem Jumbo-Visma und so fahren da ganz coole Dinger. Ineos auch, der Kim. Da gibt es schöne Socken, die wahrscheinlich richtig schnell sind. Aber ja, die weißen, tiefen Socken, die sieht man nicht mehr so. Und Tobi, weißt du, was auch immer länger wird? Nicht nur die Socken werden immer länger im Vergleich zu früher, sondern auch die Hosen. Du warst ja zum Beispiel auch ein Vorreiter, hast die Hose immer in die Kniekehle gezogen und diesen Baggy-Pants-Style trägt man jetzt auch in der World Tour. Aber früher Fahrer wie zum Beispiel Thomas Veclaire, der bei Europcar gefahren ist, der hat ja auch wirklich ein ausgezähltes Bein gehabt, aber die Hose auch wirklich immer ganz, ganz kurz dafür, dass da die Weichteile aus der Hose rauspurzeln. Ja, erinnerte ein bisschen an Hotpants. Also ich glaube, die Damenmodelle, die sind immer noch relativ kurz geschnitten, also ist ja auch jedem überlassen. Sieht natürlich noch beschissener aus, wenn man die Hose wirklich bis zum Knie hat. Rigoberto Urán ist auch einer, der hat die Hose immer extrem lang. Ich denke, das machen viele auch aus Aerodynamikgründen, weil der Stoff schneller ist. Aber ja, weiß nicht. Also ich habe es halt besser gefunden, war irgendwie ein besseres Gefühl am Bein, wenn die Hose ein bisschen... Ich weiß noch, ich hatte bei den Junioren war es ja immer wichtig, dass man eine geschliffene Bräunungskante hatte und da hatte ich so ein Muttermal und deswegen hatte ich nur eine gewisse Grenze, wie hoch ich die Hose ziehen konnte. Aber ich war auch so ein Kandidat. Ich glaube, im ersten Jahr hast du mich auch regelmäßig dafür zur Sau gemacht, wie hoch ich meine Hose hatte. Aber gut, schwamm drüber. Kamellen von gestern, genauso wie blond gefärbte Haare im Peloton. Von legendären Fahrern wie zum Beispiel Frank Vandenbroek, die sich da mal ordentlich die Haare blondiert hatten. Es war auch lange ein Trend in der deutschen Juniorennationalmannschaft, sich vor Weltmeisterschaften die Haare blond zu färben. Gibt es noch Bilder von Rick Zabel und Konsorten, Ruben Zipuntke auch immer da mit dabei gewesen. Und uns sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass das mit den blondierten Haaren sich auch weiter fortgeführt hat, Tobi, ne? Ja, da gibt es irgend so einen Radfahrer. Ich glaube, der war auch mal Presenter hier. Der hat sich auch die Haare blondiert. Müsste man mal schauen, ob das noch... Ob da was dran ist an dem Gerücht. Stimmt, ne? Ja. Liebe Grüße. Was auch noch mal ein Trend war, einfach die Haare anders zu färben. Wenn man das grüne Trikot zum Beispiel gewonnen hat. Oleg Tinkov hat sich ja mal die Haare rosa gefärbt, als Alberto Contador den Giro gewonnen hat. Aber auch Peter Sagan hat mal grüne Haare gehabt und auch Rick Zabel, obwohl er nicht das grüne Trikot gewonnen hat. Aber irgendjemand anderes, ne? Ah, der Vater? Wahrscheinlich der Vater. Ne? Die heißen ja sehr ähnlich, da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber ich glaube, da hat er sich mal... Und die Augenbrauen waren, glaube ich, auch grün. Ja, all in. All in, wenn schon, denn schon, kann man sich sagen. Dieses Motto galt früher auch für rasierte Beine in Kombination mit Öl. Denn früher waren ja die Beine der Profis vor den Rennen immer astrein eingeölt. Das sah dann auch immer... sehr erotisch aus, sage ich jetzt einfach mal. Rasierte Beine, braun gebrannt mit ordentlich Öl drauf. Sieht man heute immer weniger. Vielleicht sind die Profis von heute einfach nicht mehr so eingebildet wie die von früher. Vielleicht das gute alte Hautatmungsargument. Oh, da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, dass das, glaube ich, nur 0,04% der Gesamtatmung ausmacht. Hör auf, du. Also eigentlich wieder Beine einölen. Das sieht einfach viel besser aus. Was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist die gute alte Rennkappe. Die sieht man ja immer noch unterm Helm, aber früher ist man ja immer noch keine Helme gefahren. Und da gibt es auch legendäre Ullrich-Fotos wieder, wie der in Zeitfahren gelbes Trikot und die Rennkappe einfach rückwärts, Kappe hinten hoch. Der Typ war einfach eine Fashionista. Kann man jetzt einfach mal so festhalten. Die neue Iro-Frisur fand ich auch ganz geil, für alle, die schon gesehen haben. Der hat es immer noch drauf. Rennkappe zu tragen, sieht man immer noch bei Fahrradkurieren. Die machen das oft. Oh ja. Und einfach so auf Bike-Events, so normale Radfahrer. Ansonsten, die tragen jetzt einfach so Molteni oder sowas vorne. Genau, oder ansonsten auch als lässiger Szene-Hipster in der Berliner Innenstadt. Da kann man auch schon mal so eine Fahrradcappy bewundern. Ob die Leute wissen, wofür die eigentlich produziert worden sind, sei mal dahingestellt. Aber gut, jedem das Seine. Was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Oh ja, das ist was Feines, und zwar die M-Frame-Brille von Fahrern wie Lance Armstrong hat sie, glaube ich, groß gemacht. Damals wollte jeder eine Oakley M-Frame haben.
Sieht man jetzt fast gar nicht mehr. Die Brillen werden immer größer. Da ist die M-Frame einfach zu klein und aus der Zeit gefallen. Alexander Vinokurov hatte, glaube ich, auch immer eine an. Die neue M-Frame ist eigentlich die Oakley Sutro. Stimmt. Also das sieht man jetzt häufig bei Radfahrern, die Sutro-Brille. Was Lance Armstrong auch noch als Fashion-Trend reingebracht hat, war sein Bändchen, dieses Livestrong-Bändchen. Ja. Das hat eigentlich jeder getragen, auch radsportübergreifend. Ja. Aber diese Bändchen sieht man auch nicht mehr bei Leuten. Jetzt sieht man Whoop-Bänder. Woran das wohl liegen mag, dass man die nicht mehr so häufig sieht. Ja. Ob das wohl mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen zusammenhängt, ich weiß es nicht. Ja, was auch negativ früher war, was heute auch nicht mehr zu sehen ist, dass man Rennfahrer sieht, die rauchen. Also ich habe noch ein paar oder ich kenne noch einige, die mal gerne eine Zigarette geraucht haben. In der Offseason. Auch mal so auf dem Balkon. Aber der große Eddie Merckx, der hat sogar mal für Menthol-Zigaretten Werbung gemacht. Das sind die gesunden Zigaretten, ja, ne? Das hat einfach sein VO2 Max erhöht. auch damit hat er halt alles gewonnen. Aber der gute Eddie Merckx hat wirklich mal Werbung für Zigaretten gemacht. Also heute unvorstellbar. Purito Rodriguez war auch noch mal einer, der sich ganz gerne Zigarre angezündet hat. Aber sonst rauchen im Radsport nicht mehr zu sehen. Nicht mehr zu sehen, ganz genauso wie gelbe Schuhe. Es gab eine Zeit, da hat irgendwie jeder diese gelbe Mavic-Schuh-Socken-Kombination getragen oder zumindest viele Fahrer. Bei den Junioren auch super beliebt gewesen. Wer die hatte, der war wirklich der King of Cool. Sieht man heute zum Glück oder traurigerweise gar nicht mehr. Bin gespannt, was da die Zuschauermeinung ist. Und was man auch nicht mehr sieht, wenn wir schon bei den Schuhen sind, sind die Überschuhe. Also viele sind ja auch im Straßenrennen mit Überschuhen gefahren. Das war ja noch so ein ganz normaler Polyesterstoff oder Lycra, der überhaupt nicht schnell war. Der hat wahrscheinlich eher gebremst. Aber wir haben hier ein Foto von einem Nordwave-Schuh mit dabei. Ja. Das sieht so katastrophal aus. Das sieht der Überschuh aus wie ein Schuh. Und das ist meistens dafür da, weil die Teams von einem Schuhsponsor gesponsert sind. Von Sidi gab es das auch immer. Und wenn die Fahrer dann mit den Schuhen nicht zurechtgekommen sind und ein anderes Fabrikat gefahren sind, dann haben sie immer Überschuhe getragen. Andreas Klöden war auch einer. Die mussten früher bei Telekom, glaube ich, Adidas-Schuhe fahren. Und der ist aber auch immer mit Sidi-Schuhen gefahren und hatte dann immer diese weißen Adidas-Überschuhe bei 35 Trikot auf, aber Überschuhe am Fuß. Sicher, genau. Nur aus Sponsorengründen. Wie? Wer hat das noch in der letzten Saison aber auch gemacht? Markus Burkhardt, die alte Legende. Ja. Der ist auch immer noch mit Überschuhen unterwegs gewesen. Ich habe hier auch ein paar Fotos rausgesucht. Was der wohl für ein Fabrikat darunter gefahren ist, es bleibt sein Geheimnis. Vielleicht wollt ihr ihn mal persönlich fragen. Ich habe noch einen nächsten Punkt dabei, und zwar die weiße Hose. Die sieht man ja sowieso sehr, sehr selten nur im Peloton. Einige Legenden, wie zum Beispiel Cipollini, Mathieu van der Poel, Adam Blythe, die haben sie ja getragen. Es gibt immer eine heiße Diskussion darum. Ich finde zum Beispiel bei Mathieu van der Poel oder auch bei Adam Blythe sah es mega geil aus. Auch bei Cipollini, dem King of Cool im Radsport natürlich auch. Aber da gibt es immer eine heiße Debatte drum, ne? Ja, ich muss ehrlich sein, bei Marcel Meisen, das ist der neue Anzug, komplett in weiß, gefällt mir auch nicht so gut. Da würde ich mir eher eine schwarze Hose wünschen. Mhm. Aber so Typen wie Blythe oder Cipollini, die halt irgendwie so... Willst du damit etwa sagen, Marcel Meisen hat kein Starpotenzial oder was? Doch schon, aber der ist so ein Dreckspatz, der sollte lieber eine schwarze Hose fahren. Macht Sinn. Mathieu hat es ja auch nur gemacht, damit er vom Helikopter besser zu erkennen ist und nicht mit Bob Jungels, mit dem Luxemburger Meistertrikot verwechselt wird. Aber ja, so weiße Hosen, harter Streitpunkt. Das Letzte, was ich noch habe, sind extravagante Trikots. Cipollini. Ja, King of Fashion, der kam auch mal im Muskelshirt oder im Zebraanzug, im Tigeranzug und hat einfach die Strafe von der UCI wegen falschem Trikot akzeptiert. Ähnliches ist EF Education First hat es nochmal gemacht, ein extra Design mit Palace, diesem Skateboard-Fashion, Skateboard-Marke. Da wurden die auch saftig bestraft von der UCI, weil das Trikot nicht richtig angemeldet worden ist, aber der Marketing-Aufschrei dahinter war viel größer. Also, ich denke auch. Win-Win für die UCI und für den Sponsor oder für die Werbung. Ja, Leute, jetzt guckt ihr mal an euch runter bei der nächsten Ausfahrt und beobachtet mal so, was sich da im Vergleich zu den letzten Jahren geändert hat oder was ihr immer noch mit Stolz tragt, Schweißbänder, Stirnbänder, weiße Hosen, schwarze Hosen, keine Ahnung was, und schreibt es uns gerne in die Kommentarspalte rein. Ansonsten freuen wir uns überraschenderweise zu diesem Zeitpunkt in der Show schon für einen Daumen nach oben und für ein Abo auf unserem Kanal und gehen dann weiter in die Technik der Woche. Es gibt Neues von der Tech-Front, und zwar im Indoor-Bereich, denn Swift hat
ihr Programm überarbeitet oder eher den Startbildschirm, ne? Ja, genau. Wir haben schon mal die Möglichkeit gehabt, das Ganze in einer Beta-Version sozusagen zu testen und haben uns das mal ein bisschen angeschaut. Und das Ganze ist jetzt wirklich viel aufgeräumter. Man hat ja bei der alten Swift-Startbildschirmseite manchmal so ein bisschen den Überblick verloren. Jetzt ist es so, dass das Ganze super aufgeräumt daherkommt. Man hat einen besseren Zugang zu den aktiven Missionen, zu angemeldeten Events, der Zugang zur Garage, zu Workouts und sowas, eben alles überarbeitet worden, super übersichtlich. Man sieht eben auch, welche, wenn man zum Beispiel eine Route auswählt, sind da neue Tools und Filter eingestellt worden, mit denen man sehen kann, okay, wie lange braucht man für diese und diese Route, wie viele Stunden, bei welchem Tempo und so weiter und so fort. Das wurde eben alles komplett überarbeitet. Außerdem wurden diese Funktion der Pace Partner wurde eben nochmal erweitert. Das ist so, ja, wenn man eben einen bestimmten Bereich fahren will, eine bestimmte Wattzahl, dann kann man sich für seine Runden Bots, also Roboter-Avatare, holen, die mit einem zusammen dann die Runde bei einem bestimmten Tempo bestreiten, damit man nicht so alleine ist und noch ein bisschen Windschatten hat. Also wer Swift viel nutzt, der kann sich da auf jeden Fall über einen neuen und ziemlich aufgeräumten Homescreen freuen. Und der wird in Zukunft auch nochmal überarbeitet werden, weil Swift hat angekündigt, auch nochmal die Workouts, die Clubfunktion etc. mit neuem Design zu überarbeiten. Klingt auf jeden Fall spannend. Also man kann sich jetzt seinen eigenen persönlichen Tim de Klerk einstellen, der den ganzen Tag vor einem herfährt durch die Swift-Welten. Finde ich gut. Ich habe noch was anderes mitgebracht und zwar von Super Sapiens. Das haben wir ja auch schon mal getragen, auch letztens in der Hungerastfahrt. Und zwar haben die ja so ein Glukosemessgerät und die sind jetzt dran, diesen Glukosemesser oder das Messgerät noch zu erweitern. Und zwar um die Funktion, dass man seine Ketone messen kann. Und was ich super spannend finde und wahrscheinlich auch für viele Profisportler oder ambitionierte Fahrer interessant ist, dass man live den Laktatwert krass sehen kann. Also in der Partner oder in dem Partner oder in der Untermarke Lingo wird das Ganze gerade entwickelt. Und ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Natürlich ist auch dieser Sensor schon von der UCI verboten worden. Klar. Macht ja Sinn. Ich glaube, es wäre ein richtiger Game Changer, vor allem fürs Training, um halt wirklich perfekt zu trainieren. Also ja, vor allem Laktattest wäre damit kein Aufwand mehr. Ja. Also könntest du quasi wöchentlich dein Trainingsniveau für die kommende Woche einstellen zum Beispiel. Ja. Wir bleiben dran. Vielleicht kriegen wir auch mal die Chance, dass dann früh zu proben oder auszuprobieren. Du machst den Laktattest. Wir finden immer noch viele Kommentare, wie man denn an der Inspiration teilnehmen kann. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst euch nur euer Handy schnappen, die GCN-App runterladen und dann ein Foto hochladen. Und zwar in der Rubrik Inspiration. Also ihr ladet ein Foto hoch, das ist einfach zu finden. Und dann müsst ihr noch die richtige Rubrik ausfinden. Da Inspiration von euch, von eurem Fahrrad, von der Ausfahrt. Einen kleinen inspirativen Text dazu schreiben und dann habt ihr die Chance teilzunehmen. Wir schauen uns das wöchentlich an und entscheiden dann Platz 3 bis 1 und Platz 3 geht diese Woche an Andres Webb. Der ist eine schöne 130 Kilometer Runde gefahren durch den Pfälzerwald und hat dann am Ende noch Rückenwind gehabt und hat dieses schöne Schattenfahrenbild aufgemacht. Sonne sieht man ja nicht so häufig. Er hatte Glück mit dem Wetter am Wochenende wahrscheinlich und konnte ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Fand ich auch mal cool, wenn man für 130 Kilometer alleine gefahren ist, aber der Schatten einen immer verfolgt hat. Für Platz 3 bekommst du die GCN Glass Keep Cup, also so eine Thermoskanne für deinen Kaffee für unterwegs. Herzlichen Glückwunsch dazu. Schneller als ein Schatten ist ja sonst nur Lucky Luke. Zweiter Platz in dieser Woche macht Share8422. Der hat das Foto mit seiner BMC-Maschine gepostet und hat sich das Rennrad eben nach einigen Jahren Stillstand sozusagen wieder geschnappt, um mehr für seine Gesundheit zu machen. Und damit die Fotos in nächster Zeit ein bisschen professioneller aussehen, haben wir dir einmal den Shadow Stand zugeschickt. Und außerdem gibt es noch ein handsigniertes Plant-Based Cyclist-Buch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und Platz 1 geht an Remo Blättler. Der ist in den Schweizer Bergen unterwegs gewesen und dann über die Nebelgrenze gefahren und hat dieses wunderbare Nebelmeer aufgenommen mit seinem Fahrrad. Für Platz 1 bekommst du das GCN World Logo Sweatshirt, das in Navy, das große Handtuch von GCN und eine kleine Tasse von GCN, so ähnlich wie die hier, zugeschickt für deinen Platz 1, dein schönes Foto. Und herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Glückwunsch!
Die Race News sind wieder pickepacke voll, deswegen legen wir am besten auch gleich los und gehen dafür einmal nach Valencia. Da war nämlich die Valencia-Rundfahrt, die ist jetzt abgeschlossen seit Sonntag. Gesamtsieger kommt aus Russland und fährt für ein deutsches Team, und zwar für Bora Hansgrohe, und nennt sich Alexander Vlasov. Ja, der hatte sich das Leader-Trikot auf der dritten Etappe auf diesem Gravel-Stück von Remco Evenepoels Schultern geschnappt. Der hatte sich nach der Etappe auch nochmal beschwert. Ansonsten spannendes Rennen gewesen. Alle Teilnehmenden haben sich schon in guter Frühform auf jeden Fall präsentiert. Und man sieht, es wird auf jeden Fall schwierig für Mark Cavendish, bei der Tour im Aufgebot zu stehen. Denn Fabio Jakobsen hat direkt mal zwei Etappen abgeschossen. Die zwei Sprintentscheidungen für sich entschieden. Ansonsten die Etappensieger auf der ersten Etappe Remco Evenepoel. Und dann hat noch eine Etappe Moschetti gewonnen. Und wie gesagt, hat sich Alexander Vlasov auf der Gravel-Etappe den Sieg geschnappt. Ich mache weiter mit der Saudi-Tour, und dort hat man zwei Teams in der Erfolgsspur gesehen, direkt am Anfang. Und zwar einmal Lotto Soudal und Team Bike Exchange Jayco. Die erste Etappe gewinnt für Caleb Ewan. Da hat man lange nichts gesehen, nur die letzten 100 Meter gefühlt vom Rennen hat der Caleb Ewan, der Australier, eindrucksvoll gewonnen, die erste Etappe. Dann war eine kleine Bergankunft, und da ist ein Kolumbianer richtig hochgeschossen, der Santiago Buitrago von Bahrain Victorious. Der hat sich dann auch das Sieger- oder das Leader-Trikot geholt. Zweiter wurde da Enrico Batalin von Quickstep. Und dann hat ein alter Bekannter, Dylan Groenewegen, der jetzt ein neues Team hat, zweimal zugeschlagen. Und zwar die dritte und die Abschlussetappe im Massensprint gewonnen, nach perfekter Vorarbeit seines Teams. Die haben auf der ersten Etappe noch nicht so richtig zueinander gefunden, aber dann umso besser. Und der Gesamtsieg ging dann überraschenderweise an einen Belgier von Lotto Soudal, und zwar Maxim van Gils. Der ist eine Ausreißer-Etappe mit einer großen Gruppe weggefahren gewesen. Und Bahrain Victorious hat es nicht geschafft, die Gruppe zu kontrollieren. Dann gab es auch nochmal einen Anstieg mit so einem Plateau oben, und da hat er sich auch dann aus dieser größeren Spitzengruppe absetzen können und groß genug Vorsprung rausgefahren, dass dann der Endsieg oder der Gesamtsieg an ihn ging. Ja, war auf jeden Fall eine eindrucksvolle Vorstellung. Genauso wie vom ehemaligen Weltmeister Mats Petersen beim nächsten Rennen im Gepäck, und zwar dem Étoile de Bessèges. Also wir gehen rüber nach Frankreich. Die Auftaktetappe konnte hier gewonnen werden von Mats Petersen. Der hat sich da im Bergaufsprint ziemlich eindrucksvoll mit einigen Radlängen Vorsprung durchgesetzt. Danach kamen die Sieger aus Frankreich, einmal Brian Coquart im Sprint und dann Benjamin Thomas vom französischen Team Cofidis, und der hat sich am Ende auch den Gesamtsieg geschnappt, ist im abschließenden Zeitfahren auch nochmal Dritter geworden. Das wurde von Filippo Ganna, dem Weltmeister, gewonnen, der sich da auch schon zu Beginn des Jahres wieder in guter Zeitfahrform präsentiert hat. Und ja, dann gab es noch diese Bergankunft auf der vierten Etappe, die wurde vom Norweger Halland gewonnen. Und da ist auch Jay Vine, der ehemalige Swift Academy-Sieger, eindrucksvoll Zweiter geworden im Sprint der Gruppe, die eben durchgekommen ist. Also da sind wir gespannt, was wir von dem Mann dieses Jahr noch hören. Ja, auch im Zeitfahren hat er sich verbessert. Da war am letzten Tag auf Platz 8. Schauen wir mal, ob der sich irgendwie in die Grand Tour-Richtung entwickelt oder so kürzere Rundfahrten. Ja, auf jeden Fall starke Vorstellung zum Beginn des Jahres. Was hatten wir noch? Wir hatten noch ein Eintagesrennen für die Frauen, auch in Andalusien, auf der gleichen Etappe wie die Männer, und da war auch ein Massensport, und ja, das neue Team UAE, die früher Ljubljana hießen, konnten direkt einen ersten Sieg feiern mit Marta Bastianelli, die sich da im Massensprint durchsetzt, perfekt vorbereitet von ihren Teamkolleginnen. Die eine wird, glaube ich, auch noch siebte, aber überschattet war das durch einen Massensturz auf den letzten Metern. Da wurden viele Fahrerinnen ausgebremst, aber wir hatten noch deutsche Starterinnen, 14 und 15, die Corinna Lechner und Lea Lynn Teutenberg, da in die Top 15 gefahren. So sieht's aus. Und jetzt macht der Tobi natürlich auch noch weiter mit Crossrennen. Ist noch nicht vorbei. Zwei Crossrennen haben wir noch im Gepäck. Und zwar als erstes mit dem Etias Cross aus Maldegem. Ja, da waren endlich wieder Zuschauer erlaubt an der Strecke, und die Belgier haben da nur drauf gewartet, war wieder eine dicke, fette Party. Hätte ich wieder saufen. Ja, gestartet wurde mit dem Frauenrennen, und da waren drei, oder das Podium schnell vorne weg, und zwar Annemarie Worst hat sich da absetzen können mit Manon Bakker und Annick van Alphen, ihrer Teamkollegin. Bakker und van Alphen sind auch die Balken gesprungen. Zwischenzeitlich war auch noch die Britin Anna Kay dabei, die ist auch die Balken gesprungen. Aber Worst, die auch schon in Coxheide im Sand gewinnen konnte, konnte sich dann irgendwann absetzen in einer Sandpassage. Und da gab es auch einen Aufreger, denn dahinter ist Manon Bakker in die Sandpassage gefahren, und van Alphen am Hinterrad. Manon Bakker hat dann die Spur verloren, ist vom Rad gestiegen.
und hat dann in richtiger, ja, ich weiß nicht, ob es richtig Absicht war, hat dann die Tür zugemacht, als sie von Alphen hinten vorbeifahren wollte. Weiß nicht, ob die noch nachher ein Wort miteinander gewechselt haben. Auf jeden Fall die Reihenfolge Worst, Backer vor van Alphen, die dann nur Dritte im Spurt wird. Bei den Männern sah es ein bisschen anders aus. Da waren zwei Belgier auf den ersten beiden Plätzen. Laurens Zweeg konnte sich mit 8 Sekunden vor der Minigruppe bestehend aus Elisabeth und Lars van der Haar durchsetzen. Und da haben die beiden, also der Belgier Elisabeth und van der Haar, ja quasi die Reihenfolge von der Weltmeisterschaft einmal umgekehrt. Diesmal konnte den Sprint für sich entscheiden der Belgier und van der Haar wird Dritter. Ja, van der Haar hatte einen schlechten Start. Der ist nämlich an den Balken gestürzt und musste dann eine lange Aufholjagd starten. Zweeg war zwischenzeitlich aber mit seinem Teamkollegen von Tournaut unterwegs. Die haben sich dann auch gut eigentlich in der Führungsarbeit abgewechselt. Aber Zweeg war dann irgendwann nicht so zufrieden mit den Jungs, die hinten abstoppen sollten, also Elisabeth und Ton van den Bosch, und hat da seinen Teamchef Grundahl angeschrien, was da eigentlich hinten los ist. Van Tournaut hatte dann irgendwie Schwächeanfall oder ich glaube einen defekten technischen und musste dann reißen lassen. Der ist dann weiter hinten reingekommen. Aber Zweeg ist eigentlich einen ungefährdeten Sieg entgegengefahren und Elisabeth hat sich dann in der letzten Runde das Ding nicht mehr nehmen lassen und ist dann wohl souverän auf Platz 2 gefahren. Und dann Sonntag war auch noch X2O-Trophäe in Lille, der Krawattencross. Und dort waren auch bei den Frauen wieder einige Starterinnen zurück von der WM. Und zwar Lucinda Brandt und Celine del Carmen Alvarado. Brandt ist ein eindrucksvolles Rennen gefahren, also von vorne weg. Also hat sich nichts geändert, nur dass sie jetzt im Europameistertrikot rumfährt. Die setzt sich mit 57 Sekunden Vorsprung vor Annemarie Vos durch, die ja bekannterweise eine gute Sandfahrerin ist. Und Alvarado wird dann Dritte. War ein ziemlich regnerisches Rennen und bei den Männern ging es eigentlich auch direkt zur Sache und Ton Aerts hat da den Kopfstart genommen, Kopfstart, sagen die in Belgien, und hat sich dann direkt abgesetzt. Der U23er Nils van der Putte, der ist noch auf Platz 2 gefahren und Lars van der Haar kommt auf 3 mit einer Minute Rückstand. Auch da ein hartes Rennen und Ton Aerts hat damit die Gesamtwertung in der X2O-Trophäe gewonnen. Ja, das war's vom Cross. Nächste Woche geht's aber auch nochmal weiter mit Gavre. Aber ja, das waren die Race News. Die waren lang. Der Tobi hat von den Crossrennen berichtet, aber es geht natürlich auch auf der Straße weiter und das wird jetzt immer mehr. Die Saison geht so richtig los mit der Tour de la Provence, superschwere Rundfahrt an der Südküste Frankreichs. Am Donnerstag geht's los und bis Sonntag, den 13. Februar, dauert das Ganze. Außerdem fängt eben auch die Tour auf Murcia an, also die Murcia-Rundfahrt, wenn man das auf Deutsch übersetzen möchte, und zwar am 12. Ja, wir beide sind ja schon mal die Provence-Rundfahrt gefahren und eine coole Etappe. Wir sind damals Zeitfahren gefahren auf dem Formel-1-Kurs, Paul Ricard. Oh ja, stimmt. Das war eindrucksvoll. Und ich glaube, vor einigen Jahren war da auch mal eine Ankunft, wo Gilbert gewinnt. Außerdem haben wir noch am Sonntag, dem 13. Februar, die Klassiker Almeria. Meistens endet die im Sprint. Ich glaube, letztes Jahr hat Nizzolo gewonnen. Und Cross gibt's auch noch. Ich habe es schon angesprochen, in Superprestige-Serie in Gavere. Geiles Rennen. Und in Brüssel an der Universität. Da sind aber, habe ich gehört, keine Zuschauer zugelassen, weil der Veranstalter das nicht möchte. Dafür in Gavere. Also wenn jemand ein bisschen Party haben will, fahr einfach mal nach Belgien rüber. Ist auf jeden Fall dort gegeben. Ja, dann haben wir auch noch neue Dokus, ne? Genau, wir rühren wieder kräftig in der Werbetrommel in eigener Sache. GCN Plus, die Dokus, bis zum 1. März dann alle mit Untertitel verfügbar. Bisher sind es insgesamt 15 weiterhin und wir haben auch diese Woche wieder 2 mitgebracht. Die von mir geht über den Stunden-Weltrekordversuch von unserem Präsenterkollegen Olli Bridgewood. Ist interessant zu sehen, wie viel Vorbereitung man da so reinstecken kann und wo man dann am Ende landet. Und wer jetzt vielleicht selber mal Bock hat, der kann durch die Doku ein bisschen Inspiration kriegen. Immerhin ist er alleine gefahren, also konnte er nicht abgehängt werden. Meine Doku, die ich euch empfehle, ist ein Trick, kennen die wenigsten. Die ich empfehle, ist, ob das nächste Fahrrad aus dem 3D-Drucker kommt. Also 3D-Druck ist ja schon seit einigen Jahren in der Industrie angekommen und auch viele Fahrradteile sehen wir, vor allem so Zeitverlenker, die 3D gedruckt werden und vielleicht auch demnächst ein ganzes Fahrrad. Rohstoffe sind ja knapp, vielleicht ist es eine Alternative. Wenn es kaputt geht, kann man sich es auch direkt reparieren. Coole Doku, check das auf jeden Fall mal aus.
Es wissen die wenigsten, aber ich bin hobbymäßiger Trainspotter und beobachte immer mit dem Fernglas am Bahnhof die neuesten Züge. Und da ist mir doch tatsächlich der neue ICE Neo, wie heißt da, ICE 3 Neo unter die Lupe gekommen. Und das ist wirklich ein feines Teil und hat jetzt auch endlich im Gegensatz zu den alten ICEs Platz für Fahrräder. Aber leider nur 8 Stück. Und während das ja unter Bahnenthusiasten wie mir natürlich für einen Aufschrei gesorgt hat, haben wir mal eine kleine verrückte Rechnung angestellt. Und zwar haben wir uns mal Folgendes angeguckt. Die Deutschlandtour. Genau, bei der Deutschlandtour gibt es einen Transfer, ich glaube von Marburg nach Freiburg. Freiburg, genau, Marburg nach Freiburg. Und wir haben insgesamt 8 Fahrer pro Team bei der Deutschlandtour. Wir haben insgesamt 22 Teams, 6 Fahrer. Haben dann weiterhin eben gerechnet mit 4 Fahrrädern pro Fahrer. Und dann kommen wir auf 528 Fahrräder. Und wenn man das durch 8 teilt, ne, also Sitzplätze im ICE, dann sind wir bei insgesamt 66 ICEs, die es bräuchte, um den Transfer zu gewährleisten. Ja, vielleicht wäre es dann besser, wenn wir einfach die DB Cargo bitten, das Ganze zu vollbringen. Denn es wurden auch nur 73 Züge von diesem neuen ICE Neo 3 oder 3 Neo bestellt, also knapp drin. Ich denke, die neutralen Fahrräder von Shimano, die hatten da nicht mehr genug Platz. Also netter Versuch mit den 8 Fahrrädern, aber wir sind der Meinung hier bei GCN auf Deutsch, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ich habe das auch noch ein bisschen weitergetrieben, so eine kleine Galileo-Rechnung. Also ein so ein ICE Neo, der hat nämlich eine Länge von 200 Metern. Mhm. Bei 66 ICEs a 200 Metern entspricht das 13,2 Kilometer. Das ist vielleicht zweimal der Prolog, den wir bei der Auftaktsetappe zu erwarten haben, oder eine richtige Galileo-Rechnung, das entspricht 110 Fußballfelder in Länge. Ah ja, ja klasse. Darunter kann ich mir natürlich einiges vorstellen. Ja, ein bisschen handfester wird das Ganze dann mit den fixen Daten von der Riesen-Mega-WM in Glasgow. Da wird die Radsportwelt wirklich, glaube ich, einige Tage lang den Atem anhalten. Denn da werden nächstes Jahr, nicht nur die Straßenweltmeisterschaften ausgetragen. Nein, insgesamt 13 Radsport- ja, Weltmeisterschaften oder verschiedene Weltmeisterschaften werden stattfinden. BMX, Hallensport, auch Paracycling ist dabei. Das Ganze 11 Tage vom 3. bis zum 13.08.2023. Ziemlich ungewohnt, weil eigentlich haben wir ja die Straßen-WM immer im September. Ui. Also dieses Jahr ziemlich kurzes Weltmeistertrikot. Ja, gut oder schlecht oder vielleicht kann Alaphilippe wieder verlängern. Glasgow war, glaube ich, auch schon mal so eine riesige Europameisterschaft, ne? Ja, Glasgow war damals diese Europameisterschaft, die European Games heißt das, glaube ich, mittlerweile. Wird auf jeden Fall ein cooles Event, kann ich mir vorstellen. Vielleicht sind wir auch da und wir freuen uns drauf. Der erste Kommentar der Woche kommt von LOL, und der hat eine ganze Liste von Kommentaren gleich losgelassen. Mich interessiert aber primär der letzte, sein Postmortem, PS, heißt das Postmortem? Ich weiß es nicht. Und zwar hat er geschrieben, bin 14, ab wie viel Watt pro Kilogramm denkt ihr, hat man eine Chance beim Radrennen? Und ich muss sagen, dass ich diesen Kommentar sehr spannend fand, weil über sowas hätte ich mir damals überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also man sieht, wie weit eben diese Watt-Geschichte im Radsport schon getrieben wurde. Ich würde dir ganz ehrlich empfehlen, dir lieber Radsportler in deiner Umgebung zu suchen, die auch selber schon mal ein Radrennen gefahren sind. Mit denen kannst du mal eine Runde drehen und die können dir das dann viel, viel besser sagen. Denn neben Watt pro Kilogramm gehören eben auch Sachen dazu, wie ob man sein Rad richtig beherrscht, ob man einen guten Antritt hat im Jugendbereich vor allem, ob man eine hohe Frequenz fahren kann mit der Jugendübersetzung. Und da sollte man sich wirklich Leute suchen, die sich damit auskennen, um da nicht eine große Enttäuschung zu erleben. Oder vielleicht bist du auch einfach viel besser, als man eigentlich sein müsste und kannst auf jeden Fall teilnehmen. Aber versuch dir doch einfach mal einen Verein, einen befreundeten Radsportler, Radsportlerin zu suchen, die dir da ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, ich würde auch aus meiner Erfahrung sagen, Kurventechnik ist auch so eine Sache. Damit kann man viel im Rennen machen, da muss man jetzt nicht die riesige Schwelle haben. Was aber auch was mit Watt pro Kilogramm zu tun hat, war der nächste Kommentar von dir mit dem Latexschlauch-Video, wie viel Vorteil das bringt, und zwar von Thala Kamel. Der hat eine Rechnung angestellt und hat an sich festgestellt, er könnte mindestens 20 Latexschläuche einfach abnehmen. Das würde wahrscheinlich mehr bringen, ist auch noch kostengünstiger. Ja, scheint aber schlank zu sein, weil wenn ich jetzt kurz im Kopf überschlage, 20 mal 70 Gramm sind, wie viel ist das? 1,4 Kilo.
Ist ja gar nicht so viel, oder? Nee, also unser Trainer früher hat das immer vorgerechnet, wenn wir nicht in Topgewicht waren, wie viele Butterpäckchen das sind. Also wenn man 250 Gramm Butter, reines Fett. Hey Tobi, mit dir könnte man 8 Kilo Spätzle anbraten. Ja, oder Kartoffelpuffer mit ganz viel Butter ist auch sehr, sehr lecker. Kaiserschmarrn, alles. Mm. Butter ist einfach super. Einfach mal vergewissern, wie viele Butterpäckchen. Also 1 Kilo wären schon mal 4 und das irgendwo am Körper. Komm, jetzt hör mal auf zu rechnen. Wir hören auf, die Message ist angekommen. Der Kommentar in dieser Woche kommt von Schienbein und den fand ich wirklich ziemlich witzig, denn der hat kommentiert oder die hat kommentiert, wenn man noch zu viel Winterspeck drauf hat und es auf dem Zielfoto nicht auffallen soll, ja, dann denkt man sich auf jeden Fall mal die unauffällige Pose des Supermans aus, so wie Tom Pidcock, fand ich sehr witzig, dafür gibt es dieses Jahr eine Elite-Trinkflasche. Das Foto für diese Woche habe ich ausgesucht und das habe ich in den Unmengen an Getty Images Fotos gefunden. Dieses wunderschöne Foto. Auch ein Superheld mit der Fledermaus. Ich weiß nicht, wo das aufgenommen wurde. Das sieht ein bisschen aus wie in Asien. Auf jeden Fall jemand, der auf einem normalen Fahrrad durch das Wasser da fährt und die Radprofis trauen sich mit ihren teuren Fahrrädern nicht durch. Ich würde einfach sagen, Jesus ist in der Spitzengruppe. Oder Hashtag das Trikot ist trotzdem schöner als das von Bike Exchange. Kommen wir jetzt noch zu den GCN-TV-Tipps zum Wochenende. Und die fangen schon am Donnerstag an, das Wochenende bei uns, mit feinstem Content. Und zwar haben wir einen neuen Radcomputer von der Firma Sigma bekommen. Und du hast das ganze Ding mal ausprobiert und stellst uns das neue Modell vor. Und wenn ihr ganz bis zum Ende dran bleibt, dann habt ihr die Chance auch noch einen zu gewinnen. Also unbedingt das Video am Donnerstag nicht verpassen. Ja, am Samstag gibt es dann wie immer ein Pro-Bike, diesmal von der Pierre Latour. Und am Sonntag gibt es dann Fehler beim Klettern. Da habe ich mir für euch den Allerwertesten abgefroren in den Höhlen von Heidelberg. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich zeige euch am Montag, diesmal kein Tubeless, sondern wie man an einem normalen Schlauch den Reifen flickt, den Schlauch flickt. Also alte Technik und nicht verpassen. Kann auf jeden Fall weiterhelfen. Tobi, bisschen enthusiastischer für deine eigenen Produkte Werbung machen. Schaut euch auf jeden Fall das Video an und wir verabschieden uns für diese Woche und sagen Cheers, Stößchen. Cheers, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.